Hoffe ich, dass er das da verbindet. Lol. Wie der Wagen. Oh Gott. Da fliegen die Menschen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Coaster. Wir bauen gerade die neue Holzachterbahn Hop the Gap. Und die möchte ich hier so ein bisschen um diesen Berg rumfädeln. Das wird sehr interessant. Mal gucken, ob das klappt. Ich hatte jetzt gerade hier zwischendurch einen kleinen Stopp am Bau gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, die hier so ein bisschen... Genau, wir sollten hier auf jeden Fall so ein bisschen so eine Passage haben, wo es einfach nur ohne irgendwelche Rotationen und ohne irgendwelchen Schnickschnack geradeaus geht, so ein bisschen. Also so, mit so einer kleinen leichten, mit so einem kleinen leichten Hübbelchen, genau. Und dann machen wir das einfach sehr lang. So. Area 51 hat ein technisches Problem. Mein Gott, wie oft diese Achterbahn ein technisches Problem hat. Das ist schon echt phänomenal, so ein bisschen. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Eigentlich müsste es, glaube ich, umgekehrt sein. Eigentlich müsste hier die Achterbahn eher so ein bisschen nach unten gehen und dann ganz schwach nach oben. Kann man das noch nachträglich machen? Man kann irgendwie die Strecke glätten. Irgendwie ging das. Bei der anderen ging das zumindest. Ob das bei der hier ging, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich aber erstmal... Ich mache erstmal die Strecke fertig, die ich jetzt schon angefangen habe. Weil ich sonst nicht genau weiß, ob da alle Optionen zur Verfügung stehen, wenn ich die noch nicht komplett gebaut habe. So, genau. Wir bauen das mal da so rüber. Obwohl, vielleicht noch ein Stück eher so. Dann so rüber. Weiß halt nicht, muss aufpassen, dass das Gefälle ausreicht. Also den Speed, den wir hier aufnehmen, dass er hier auch hochkommt und dann da wieder runter auf der anderen Seite. Das ist halt auch so eine Sache. Da muss man mal ein bisschen gucken, dass das reicht. Dass die Achterbahn da halt auch noch Speed hat und dass sie nicht zu langsam sich bewegt. Das ist ganz wichtig. Machen wir hier mal noch ein kleines bisschen mehr Gefälle. Weil wenn kein Gefälle da ist, ist das natürlich logisch, dann kann die Achterbahn natürlich auch nicht fahren. Ne, weil die Achterbahn arbeitet ja mit Schwung und wenn man dann nicht irgendwie mit Antriebsrädern nachhelfen möchte, muss man da natürlich schon ein bisschen aufpassen. Und die Kettenlifte führen ja dazu, dass die Besucher das nicht so toll finden. Und die Reibräder kann man halt nur auf geraden Schienen, genau, die kann man nur auf geraden Schienen benutzen. Ich glaube fast, das reicht vom Schwung her nicht aus, was wir da haben. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber es könnte durchaus ein Problem sein. Das müssen wir dann halt mit dem Fahren, müssen wir das dann ausprobieren, wenn wir dann die Achterbahn testen. Genau, jetzt könnte man hier so einen Tunnel einbauen. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir das schaffen. Wenn wir hier so einen Tunnel drin haben. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht die Ströme kreuzen. Ne? Im wahrsten Sinne ist wie bei Ghostbusters, nie die Ströme kreuzen. Wenn da schon natürlich eine Achterbahn ist an der Stelle, dann dürfen wir da natürlich nicht intervenieren. Das geht nicht. Dann lieber oben drüber, würde ich sagen. Dann lieber so. Wenn das geht. Oder ein bisschen kürzer. Ein bisschen einkürzen. Es könnte sein, dass man da an der Stelle dann eher einen Lift platzieren muss. Weil wir sind hier schon bei maximaler Steigung gerade. Und hier müsste ich es eigentlich auch neigen. So. Vielleicht nicht so stark, vielleicht eher auf 5 Grad. So, hat er da jetzt das Gelände verändert? Nee, hat er nicht. Es kann durchaus sein, dass man hier an der Stelle lieber einen Kettenlift noch setzen sollte. Das kann durchaus sein. Ja, eigentlich wäre es auch schlau, hier noch ein bisschen weiter nach vorne zu gehen und den Platz hier vorne noch ein bisschen weiter auszunutzen. Naja, ich mache es erstmal ökonomisch, würde ich sagen. Ah ja, er hatte das Gelände leicht abgesenkt gerade.
Kommt man da jetzt durch? Warte mal. Oh Gott, ich sehe das gerade ganz schlecht nur, wo die Strecke eigentlich verläuft. Durch dieses Raster sehe ich das ganz schlecht. Machen wir es mal, neigen wir es mal in die Richtung. Irgendwas sagt mir, dass da der Schwung im Leben nicht ausreicht, um diese Strecke ordentlich zu befeuern. Der Startschwung halt. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwo an einer Stelle nochmal einen Kettenlift einsetzen. Ich versuch's jetzt trotzdem mal. So, jetzt hier wieder nach links. Und nach unten vor allem jetzt. Jetzt müssen wir hier den Schwung definitiv abgeben. Wie weit kann ich denn hier nach rechts gehen eigentlich? Ja, schon noch ein Stück. Jetzt müssen wir wieder hier so ein bisschen darüber. Damit wir nicht in den Weg reinbauen, das ist ganz wichtig. Aber das sieht ganz gut aus eigentlich, wenn wir das so angucken. Jetzt hier wieder nach oben. Und vor allem wieder rüber. Ah, wartet mal, das ist ganz schön eng hier. Ne, wartet mal. Hier wird es jetzt spannend an der Stelle, meine lieben Freunde. Hier wird es jetzt spannend. Ich das länger mache hier. Ah, oh, das wird, glaube ich, Moment. Müssen das Segment nochmal wegmachen. Das ist sonst zu knapp, glaube ich. Bisschen höher. Ja, jetzt könnte man es von hier, könnte man es zusammenführen automatisch. Das sollte ich auch tun. Genau. Genau, jetzt haben wir es einmal komplett rum. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass der Schwung, den wir hier nehmen, nicht ausreicht, damit wir hier den Berg hochkommen. Ich bin gespannt. Das müssen wir jetzt natürlich erstmal testen, nicht wahr? Weil wir müssen jetzt die Achterbahn... Aber ich kann den Test ja auch von hier starten. Machen wir das mal. Test starten. Bin mal gespannt. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ah, doch, es ist schon ganz schön viel Schwung. Ja, hier geht es halt nur permanent den Berg rauf, ne? Okay, hier rollen sie zurück, alles klar. Dann müssen wir an der Stelle hier auf jeden Fall das Gefälle ein bisschen verändern, würde ich sagen. So, mal gucken, ob wir hier... Genau, wir müssen das hier müssen wir verändern. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, das habe ich sogar in der letzten Folge noch gesagt. Das war hier... Also hier brauchen wir auch ein Gefälle, das will ich damit sagen. Schauen, man könnte doch eigentlich... Warum geht es jetzt hier nicht hin? Hallo? Hier, genau. An die Stelle und eins noch zurück, bitte. Ja, das ist genau hier so. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt kommen wir natürlich hier in diese kleinen Detailsachen rein, ne? Können das auch ein bisschen glätten hier. Das ist, glaube ich, das ist das, was ich machen muss. Alle glätten, genau. Das ist, glaube ich, die Lösung. So. Hier auch nochmal. Genau, dann geht das hier nämlich ein bisschen reibungsloser hier in diese Passage. Genau, wenn wir es jetzt maximal bis zu diesem Punkt absenken, dann müsste das eigentlich schon ein bisschen besser passen. Und wenn wir hier dann das Gefälle noch ein bisschen weiter nach unten ziehen. So. Dass es hier ein bisschen flacher einfach nach oben geht. So, und dann glätten wir das Ganze einfach ein bisschen. Genau. Hier auch nochmal. Genau. So, das sollte eigentlich schon deutlich leichter zu erklimmen sein, wenn wir jetzt hier diesen Fall-Off haben, der dann hier auch weitergeht an der Stelle. Das sollte eigentlich passen. Dann testen wir das mal.
Test beenden, Test starten. Natürlich die Zeit dabei ablaufen lassen. Bin mal gespannt. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber er schafft es bestimmt nicht komplett hoch. Hier verhungert er jetzt. Aber wir sehen, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr Strecke geschafft, auf jeden Fall. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, was wir tun müssen, wir müssen hier vorne in doch einen kurzen Lift einbauen, glaube ich. Ohne den wird es nicht gehen. Oder wir machen hier, Moment, das ist auch eine Möglichkeit. Wenn ich das hier nochmal ein bisschen erhöhe. Wir müssten das hier jetzt halt auf eine gleichmäßige Höhe bringen. Und dann müsste man da diese Reibräder einbauen, dass man da erstmal Geschwindigkeit aufnimmt nochmal. Dass die Wegen quasi schon mit einer entsprechenden Geschwindigkeit hier reingehen. Das heißt, ich lösche das jetzt hier einfach mal weg an der Stelle, spaßenshalber. Genau, da machen wir nämlich hier Reibräder. So, natürlich auch so ein bisschen hier rüber schon. Genau. Und wie gesagt, die können ja kein Gefälle haben. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen. Ich das nochmal eins. So. Wir müssen jetzt zusehen. Jetzt haben die hier natürlich eine Geschwindigkeit. Die kriegen jetzt hier ein bisschen Speed. Und dann müssen wir das Ganze hier ein bisschen weiter nach vorne schieben am besten noch. Also wir müssen diesen Teil hier ein bisschen so dahin schieben. Das ist jetzt nicht so einfach. Und dann sagen wir einfach, geh hier ein bisschen nach oben mit deinem Gefälle. Ich habe irgendwie ein Achievement gerade abgeschlossen. Irgendwas habe ich bekommen. Jetzt hoffe ich, dass er das da verbindet. Oh, lol. Wie der Wagen. Oh Gott. Da fliegen die Menschen. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, ist das brutal, ey. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Es fliegen die Menschen. Durch die Gegend. Moment. Stopp. Da war es gerade. Oh nein, was ist das denn? Moment. Kann man das... das noch ein bisschen kürzer mache hier. Kann ich das jetzt hier verbinden? Oh Gott, was ist das denn? Wir sehen, wir haben ein bisschen ein Gefälle-Problem. Wahrscheinlich muss ich hier die Segmente noch ein bisschen einkürzen. Dass ich hier schneller nach oben komme. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Boah. Da hat es gerade gehakt ein bisschen. Wenn ich das jetzt kürze. Ja. Ja, fast. Noch ein bisschen kürzen. Wenn wir das jetzt hier hinbauen. Ey, wieso geht denn das jetzt hier nicht? Wieso kann ich das nicht verbinden hier? Es wehrt sich einfach dagegen. Ach so, wartet mal, das ist zu... Moment, stopp. Wenn wir den hier jetzt nochmal wegnehmen, dann ein bisschen genauer da drauf zielen, dann müsste es eigentlich... Ah, Mann, wie er es nicht will. Wie er sich gerade ganz, ganz fies dagegen sträubt, das machen zu wollen. Das gibt's ja gar nicht. Moment. So. Jetzt ein bisschen einkürzen wieder. Bisschen auch drauf zielen. Ihr seht schon, das ist echt eine filigrane Arbeit hier. Ich verstehe das nicht. Warum will er das denn hier nicht machen? Ist da das Gefälle echt zu stark? Das kann doch gar nicht sein eigentlich. Sehr merkwürdig. Nur noch weiter nach hinten gehen. Muss das auch nochmal wegmachen hier. Oh, was ist denn das jetzt? Oh Gott. Was hat er jetzt gemacht? Warte mal. Das wollen wir nochmal rückgängig machen. Das wollte jetzt irgendwie gar nicht so. Das war irgendwie ganz komisch jetzt. So, warte mal, wir machen das hier mal ganz kurz jetzt. Wie da immer Leute erschlagen werden da von diesem Wagen. Oh Gott.
Warte mal, ich sollte vielleicht mal den Test beenden. Okay, das ist jetzt Jackass the Game, plötzlich. Plötzlich ist es Jackass the Game. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Fliegen die Menschen durch die Gegend. Es tut mir leid, das wollte ich gar nicht. So. Hey, ich verstehe nicht, wieso macht er das da an der Stelle nicht? Es ist doch fast richtig. Hm. Vielleicht muss ich das hier ein bisschen kürzen. Wartet mal. Oder vielleicht sollte ich das einfach versuchen, von hier zu verbinden. Ja, genau, oder? Nee, Moment. Nein! So wollte ich das gar nicht. Hier, du sollst das andere auswählen. Ah, das geht nicht hier. Oh, das ist so ein kleines Ding, weißt du? So ein kleines Ding, was nicht funktioniert. Ey, ah, ist das nervig. Das ist ja so nervig, ey. Das finde ich ja so nervig, wenn so ein kleines Ding nicht will. So ein kleines Element, so ein kleines Bauelement, so ein kleines Unwichtiges. Ach, scheiße, ey. Moment. Nein! Moment. Oh, ich muss es doch nur schließen. Ich muss es doch nur abschließen. Verdammt. Okay, jetzt nehme ich mir doch nochmal diese Ecke hier vor. Ach, guck mal, ich kann das auch ein Stück noch nach vorne versetzen. Vielleicht klappt es dann besser. Hat er jetzt die Schiene da hinten mitgenommen eigentlich? Ja, hat er anscheinend gemacht, okay. Vielleicht klappt es ja besser, wenn es ein bisschen mehr Platz hat. Habe ich da jetzt normale Schienen draus gemacht oder sind das noch Triebräder? Nee, hier sollen noch Triebräder draus werden auf jeden Fall. Ich würde jetzt... Ich mache jetzt hier mal mit Schienen weiter. Ich versuche jetzt nochmal da oben ranzukommen. Muss doch gehen, hör mal. Warum macht er denn jetzt keine Schienen mehr? Hallo? Irgendwas habe ich jetzt... Ich muss, glaube ich, nochmal abbrechen. Irgendwas war gerade komisch. Irgendwas hat gerade gar nicht funktioniert. Ah ja, jetzt, okay. Jetzt. Ich setze jetzt hier einfach mal eine Schiene, eine normale. Vielleicht hat er da auch ein Problem wegen den komischen Triebrädern. Das kann auch sein, dass er da einfach sagt, nö, das setze ich jetzt hier nicht. Weil halt... Ach, gucke mal, es waren wirklich die Triebräder, wie es aussieht. Okay. Ja gut, aber ich würde das gerne... Kann man das hier noch ein bisschen... Hm. Warum hat er das denn jetzt hier so komisch um die Ecke vervollständigt? Das sieht ja mal ganz komisch aus. Vielleicht, wenn ich sage, alle glätten. Ah ja, okay. Alle glätten ist die Lösung. Alle glätten ist die Lösung. So passt das. All glätte ist die Lösung. So, jetzt können wir das Ganze nochmal testen. Ah, Moment! Bevor ich das teste, muss ich natürlich noch die Geschwindigkeit einstellen. Zielgeschwindigkeit, Beschleunigungsrate. Wir wollen da richtig hoch beschleunigen hier an der Stelle, genau. So, und jetzt sagen wir Test starten. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, jetzt werden die da vorne nämlich schon ein bisschen beschleunigt. Und dann rauschen sie nach unten. Hui! Ja. Ah, sie kommen auch nicht weiter da an der Stelle. Hm. Ich glaube, meine lieben Freunde, ich werde mal versuchen, das auch ein bisschen offscreen noch zu optimieren, diese Achterbahn. Da gibt es bestimmt noch eine schöne Möglichkeit. Man kann halt das Ganze nicht noch steiler nach unten fallen lassen. Das ist so ein bisschen das Ding. Also das ist jetzt ja hier schon das höchste aller Gefühle, wenn es darum geht, wie steil das halt runterfällt, ne? Na gut, hier geht's noch ein bisschen steiler. Hier geht's auch noch ein bisschen steiler. Was ist denn, wenn wir das so machen? Wir haben ja jetzt hier ein bisschen eine Antriebskraft. Das heißt, wir könnten das hier nochmal locker ein bisschen nach oben ziehen, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier ja wieder mehr Gefälle. An der Stelle. Das heißt, das können wir hier
auch nochmal. Ups, Verzeihung. Ich wollte euch nicht in die Luft jagen. Genau, dann können wir das hier auch nochmal ein bisschen erhöhen. Dann ziehen wir das hier jetzt einfach ein Stück nach oben. Das muss ja nicht bis ganz nach oben gehen. Dann ziehen wir hier einfach das auch noch ein bisschen mit hoch. Ich glaube, das ist die Lösung. Ja, vielleicht so eine kleine Sprungschanze vielleicht sogar machen hier. Dass es nicht ganz so langweilig ist. Weil ich glaube, so eine Achterbahn lebt auch davon, dass da auch so ein paar kleine Hübbelchen drin sind, wo die dann so drüber fahren können. Ach nee, guck mal, das geht doch nicht. Ist doch zu viel hier. Schauen wir mal, wenn er jetzt hier gleich testet. Das ist... Ups. Moment. So. Jetzt testet er gleich. Das muss ich mir mal angucken, wie das aussieht. Ach so, Test starten. So. Jetzt testet er. So, jetzt bin ich gespannt. Warum beschleunigen denn die Treibräder den Wagen nicht noch einen Ticken schneller? Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Die müssten den doch eigentlich viel krasser beschleunigen, oder nicht? Weil, ja gut, 8 Meilen pro Stunde ist nicht so viel, ne? Dann müssen wir das hier wohl doch noch ein bisschen nach unten schieben. Mal das einfach so. Ja, Test beenden. Wie er da jetzt einfach stehen bleibt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weiter, 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 weiter. So, dann geht's da hoch. Genau, und dann nach unten. Ja. Ja, 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 ja. Oh, guck mal, wir sind schon ein bisschen weiter gekommen. Ich glaube, das geht halt wirklich nur, wenn wir hier das Gefälle so flach wie möglich machen. An der Stelle. Auch hier drüben, wenn wir hier auch nochmal einen Ticken nach unten gehen mit dem Gefälle. Ja, sonst geht das, glaube ich, gar nicht. Sonst schafft er das da gar nicht hoch. Mal gucken, wie tief ich hier runtergehen kann, bevor er da rummeckert, wegen dem Gelände. Können wir hier auch nochmal ein bisschen kitten. Mal gucken. Hat er jetzt... Ja, da hat er schon das Gelände ein bisschen eingedellt. Das schafft er hier auf gar keinen Fall bis ganz nach oben. Eine Achterbahn ist echt eine Wissenschaft, kann ich euch sagen, ey. Vor allem, wir haben ja noch gar nicht jetzt die Werte mit einberechnet, mit Spaß und ne, diese ganzen Sachen, die da eigentlich noch eine Rolle spielen sollen. Die haben wir noch gar nicht mit berücksichtigt jetzt. Also eine Achterbahn ist eben schon... kompliziert. Ach, jetzt haben sie es nicht mal bis hier hoch geschafft. Was ist das denn jetzt? Moment, das wollte ich auch eigentlich jetzt eher so machen. So. Jetzt gucke ich nochmal. Wie sieht das jetzt aus hier? Was tun sie jetzt gerade? Wie machen sie das jetzt? Wie passiert das jetzt hier? Und? Hui! Ja... Wir wollen ja schon eine recht konstant hohe Geschwindigkeit haben eigentlich bei der Achterbahn. Vielleicht ist ein Lift am Anfang doch am schlauesten. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich das ganze Ding nochmal offscreen neu baue, ehrlich gesagt. Ohne Witz, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das offscreen nochmal ein bisschen weiter bastel. Wisst ihr was, das werde ich jetzt machen. Ich werde das offscreen nochmal ein bisschen umsetzen und dann werde ich da einen kleinen Zeitraffer draus machen. Und ihr seht dann diesen Zeitraffer, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob ich es dann besser hingekriegt habe. Bis zur nächsten Folge Planet Coaster. Bis dann, ciao, ciao.